Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder was auch immer bei euch gerade ist. Ich kann euch mal wieder ein neues Let's Play bzw. ein neues Replay zeigen. Hier vom, oh Gott, und der Name, da musst du mir echt verzeihen, Jekefa, keine Ahnung, in seinem Objekt 430 wurde hier in ein 10er, 9er Gefecht gematcht mit unglaublich vielen Heavies. Also man sieht beim Gegnerteam ein Los einziger geht's. Medium. Und ansonsten nur noch ein TD sowie eine Arti. Also von dem her dementsprechend interessantes und spannendes Matchmaking. Was schon mal gut und positiv für ihn ist, der Gegner hat bis auf den Centurion und selbst der ist jetzt nicht so unglaublich schnell, keinen Spotter. Und zieht natürlich hier mit Badget, Objekt und auch WZ dementsprechend Panzer, die das übernehmen können. Lorraine würde ich jetzt mal sagen unter Vorbehalt. Und jetzt würde ich hier gleich mal einen Gucker machen. Da ist auch doch schon einiges offen. Die Arti auch gleich. Da kommt er sogar drauf. Kann den ersten Hit verteilen. Oh, da kommt der Centurion. Jetzt ist er offen, aber der will aufgrund des schnellen Reloads mit dem Objekt 430 macht er noch schnell die Arti weg. Sehr, sehr wichtig. Auch schön gemacht. Direkt mal 500 Schaden samt Arti tot. Immer nice. Ich will auch mal ganz kurz, und das hat jetzt nichts mit dem Replay zu tun, aber mal ein kleines Dankeschön an alle sagen, die mich zurzeit so unterstützen. Unglaublich viele neue Abos und so. Und das finde ich ganz, ganz toll und es freut mich sehr, auch viele Kommentare zu lesen. Dementsprechend kleines Dankeschön an dieser Stelle an alle meine lieben Abonnenten. Muss jetzt einfach mal loswerden. So. Also er macht hier weiterhin den Spot. Man sieht, er reloadet wirklich, oder er reloadet, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit dem Englisch. Er lädt sehr schnell nach. 5,28 Sekunden ist wirklich eine Hausnummer. So, und macht er noch. Zack, schön den Centurion weg. Da drüben die fette Maus. Das ist natürlich einmal ein tolles Ziel, so eine Maus so seitlich. Da kann er hier sich ganz schön spielen. Und da sieht man natürlich das größte, den größten Nachteil, den der Gegner hat. Sie haben einfach keine Sicht. Und da ist hinter der Maus ist sogar noch eine Maus, von dem er kann er jetzt da seinen Spaß haben, kann hier den fetten Schaden produzieren. Ohne dass er großartig was zu befürchten hat. Er geht einfach gleich schon mal auf die nächste Maus. Dahinter ist noch ein IS-4. Also, da ist unglaublich viel. Der Gegner macht es hier echt wirklich nicht so toll, dass sie hier die Mitte so ungespottet lassen. Also, dass da nicht mal, da drüben steht ja IS-4 oder E-75, dass da keiner mal in die Mitte fährt, ist natürlich ja sehr, sehr mau, muss man schon fast sagen. Aber hier, Jekefa freut sich wie ein Schnitzel. Er kann ja in die Seite penetrieren, wie er Lust und Laune hat. Maus geht natürlich auch nicht so leicht zu. Aktuell schon 4600 Schaden. So, jetzt geht das Schützenfest weiter. Jetzt kann er auf den E75 und er bleibt weiter ungespottet. Wichtig war natürlich, dass er zu einem frühen Zeitpunkt auch die Arti rausnehmen konnte. Dementsprechend, selbst wenn er offen wäre, er müsste nicht wirklich viel hier befürchten. 5500 Schaden und das in nicht mal 4 Minuten Spielzeit. Und es geht weiter. So, jetzt ist er offen. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, aber auch da. Jetzt nimmt er erstmal die Maus wahrscheinlich raus. Ah, nicht mal. Ja, Maus wurde vom ST zerstört. Und auch der Gegner mit den Heavies, wenn sie schon keinen Spotter haben, dass sie hier so die 1er-2er-Linie nehmen, war auch klassischer Fail des Lemming-Trains. Das hat ihn der M103 von den. Genau, da erwischt, hat halt einen schönen Lichtbereich. Und jetzt geht ein Angriff auf den M103. Ist natürlich jetzt ein bisschen gewagt mit dem Waffenträger im Hintergrund. Der M103 ist
da gibt er ihr noch einen Hit. Jetzt fahren sie nebeneinander, Kette an Kette. Er spielt ja sein Reload aus. Der M103 wird bestimmt noch einmal schießen. Aber das war nix. Da ist auch der M103 weg. 8000 Schaden, alter Schwede. Der Waffenträger ist der nächste. Der Waffenträger ist auch weg. 4 Kills, 8100 Schaden. So, also wie gesagt, da hat es der Gegner ihm auch sehr leicht gemacht. Aber auch diese Spiele muss es geben und die muss man auch mal mitnehmen dürfen, sag ich. Ein kurzes, feines, kleines Gefecht, wo einfach mal wirklich zeigt, was hat der Gegner falsch gemacht. Und in dem Fall war das definitiv so, über eine Seite zu kommen, ohne Spotter zu haben. Dementsprechend wirklich mau. Da hätten sie für sich die andere Seite nehmen müssen. Da wären die Chancen deutlich größer gewesen, was zu erreichen. So, auch der VK ist da natürlich so seitlich. Ah, schade. So, M103 ist noch voll. Da hat er doch noch ein Ziel, dass er die 9000 auch noch voll bekommt. Ah, jetzt wird es langsam eng. Ein Hit braucht er noch. Ja, 9054 Schaden. Alter Verwalter. Und den Killshot. 5 Kills, 9118 Schaden in gerade mal 6 Minuten. Da muss man sagen, heiden Respekt. Nicht unbedingt seine Leistung, weil das hat jeder machen können. Aber da sieht man einfach mal, wenn man einen Lemming Train bildet, dann ist es einfach sehr häufig zum Nachteil. Trotzdem, 9100 Schaden müssen erstmal gemacht werden. Persönlich finde ich es cool. Sowas wünsche ich mir für mich selber auch. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. In der Kürze liegt die Würze. Dementsprechend haut's euch rein. Bis bald. Ich wünsche euch alles Gute. Danke für die Abos und tschüss.